MG42, Maschinengewehr 42. Das MG42 war ein leistungsstarkes deutsches Maschinengewehr, das für seine hohe Feuerrate und Zuverlässigkeit bekannt war. Es wurde auf dem Schlachtfeld weit verbreitet eingesetzt. Sonderkraftfahrzeug SD.KFZ. War die Abkürzung für Sonderkraftfahrzeug, was Spezialfahrzeug bedeutet. Diese Bezeichnung wurde für eine Vielzahl von deutschen Militärfahrzeugen verwendet, darunter Panzer, Halbkettenfahrzeuge und gepanzerte Fahrzeuge. Funker. Funker waren Soldaten, die für den Betrieb von Funkgeräten und die Kommunikation zwischen verschiedenen Einheiten und Kommandozentralen verantwortlich waren. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Koordinierung von Truppenbewegungen und Aktionen. Panzerschreck. Der Panzerschreck, offiziell Raketenpanzerbüchse 54 genannt, war eine deutsche Panzerabwehrwaffe, die ähnlich wie die Panzerfaust eingesetzt wurde. Sie feuerte eine Hohlladungsgranate ab, die in der Lage war, feindliche Panzer zu durchdringen. Geschütz. Geschütze waren schwere Artilleriewaffen, die für indirektes Feuer über große Entfernungen eingesetzt wurden. Sie wurden für die Bombardierung feindlicher Stellungen, Städte und Infrastrukturen verwendet. Nachtjagd. Die Nachtjagd war die deutsche Strategie zur Bekämpfung alliierter Bomberverbände während nächtlicher Luftangriffe. Deutsche Nachtjägerflugzeuge wie der Messerschmitt Bf 110 und der Junkers Ju 88 wurden für diese Einsätze eingesetzt. Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand war eine vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den kämpfenden Parteien. Während des Zweiten Weltkriegs gab es mehrere Waffenstillstände. Darunter den Waffenstillstand von Compiègne im Jahr 1940 und den Waffenstillstand von Cassibir im Jahr 1943. Kavallerie. Die Kavallerie war eine militärische Einheit, die auf dem Pferderücken kämpfte. Obwohl die Bedeutung der Kavallerie im Zweiten Weltkrieg aufgrund der Modernisierung der Kriegsführung abnahm, wurden in einigen Fällen noch Kavallerieeinheiten eingesetzt, insbesondere in Osteuropa. Versorgungslinien. Versorgungslinien waren die logistischen Verbindungen, die es einer Streitmacht ermöglichten, Nachschub, Ausrüstung und Verstärkungen von ihren Heimatbasen zu den Frontlinien zu transportieren. Die Sicherung und Unterbrechung von Versorgungslinien war ein wichtiger Aspekt der Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg.